Dieser Welpe schien keine Zukunft zu haben, weil er mit einer Missbildung zur Welt kam. Doch die Bemühungen einer Frau mit Herz ließen es anders kommen. Es gibt leider viele Welpen mit Willow, die ausgesetzt oder eingeschläfert werden, weil sie behindert sind. Willow schien ein solches Schicksal vorbestimmt zu sein. Bei dem kleinen Welpen wurde das seltene Schwimmersyndrom festgestellt. Bei dieser Anomalie strecken sich Hinter- und Vorderläufe vom Körper, so dass das Tier weder laufen noch kriechen kann. Da er so für den Züchter unverkäuflich war, sollte er eingeschläfert werden. Doch vorher stellte der Züchter noch eine Nachricht ins Netz, um ein letztes Mal zu versuchen, ihm eine Adoptionsfamilie zu finden. So wurde Jennifer Williams, die Vorsitzende der Tierschutzorganisation Second Chances Rescue, auf ihn aufmerksam und beschloss, ihn zu behandeln. Inzwischen ist Willow 8 Monate alt und bei bester Gesundheit. Er hat sogar schon eine Adoptionsfamilie gefunden.